Hallo ihr Lieben, Salam Alaikum, Yidawadan, Draghi Moi. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Hilfe von Monsieur Cousine diesen Brotauflauf zubereite. Pita od staro chleba. Heute habe ich wieder ein schnelles, einfaches Rezept für euch, welches wieder mit Hilfe von Monsieur Cousine zubereitet wird. Und zwar ein Auflauf aus altem Brot. Ja, sowas gibt es auch und ist im Balkan sehr beliebt. Manchmal hat man ja wirklich noch Brot übrig, was jetzt schon 2-3 Tage alt ist und nicht mehr ganz frisch. Und dieses Brot kommt bei diesem Rezept zum Einsatz bzw. wird jetzt verwertet. Außerdem benötigen wir 400 ml Joghurt, 3 Eier, 150 ml Milch und 150 ml Sonnenblumenöl und nach Belieben Oregano und Sucuk. Ach, und ehe ich es vergesse, ein halbes Päckchen Backpulver kommt auch noch dazu. Wir beginnen damit, das Brot in grobe Würfel zu schneiden. Das kommt dann in eine gefettete Tepsi oder je nachdem, was ihr an Auflaufformen habt. Ich habe mir letzten Monat aus Serbien eine rechteckige Tepsi mitbringen lassen von meinem Mann. Und mit diesem Brotauflauf wird sie nun heute eingeweiht. Wie gesagt, wir fangen damit an, das Brot in Würfel zu schneiden. Und wieder lobe ich mir mein gutes Brotmesser. Wie gesagt, die dicken Brotscheiben können dann auch nochmal in Stücke geschnitten werden. Manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge, die besonders gut schmecken. Und deshalb freue ich mich immer, wenn ich von Freunden oder aus der Familie Rezepte aus dem Balkan bekomme. Da schmeckt mir einfach alles. Es ist deftig und günstig, einfach in der Zubereitung. Die Form wird etwas gefettet. Und die Brotstücke werden darin verteilt. Etwas Brot ist noch übrig geblieben. So kann ich euch in den nächsten Tagen zeigen, wie ich Paniermehl, also geriebene Semmeln, mit Monsieur Cousine zubereite. Aber heute gibt es erst einmal diesen Brotauflauf. Außerdem 3 Eier.
ein halbes Päckchen Backpulver. Milliliter Milch. Und 150 Milliliter Sonnenblumenöl. Etwas getrockneten Oregano. Das Ganze wird jetzt erst einmal verrührt und in der Zwischenzeit schneide ich Sucuk in Würfel. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden bei Stufe 6 verrührt. Solch ein Stück Sucuk genügt, oder wer es nicht so deftig mag, der kann auch gern die Hälfte verwenden. Das ist halt das Schöne beim Kochen. Alles kann, nichts muss. Das war es auch schon. Die vorbereitete Tepsie mit dem trockenen Item Brot. Sucuk wird darauf verteilt. Und die Joghurtmasse ist wie immer perfekt verrührt und wird jetzt über dem Brot verteilt. Das Brot saugt sich damit nun voll und es ist also nicht trocken und hart, sondern lasst euch überraschen. Wie gesagt, das wird jetzt erstmal angegossen und kommt dann in den vorbereiteten 200 Grad Ofen. Wie bei armen Rittern lässt man das Brot erstmal sich voll saugen, also nicht gleich in den Ofen schieben, sondern für ein paar Minuten stehen lassen. Etwas runterdrücken und gleich geht's weiter. Das Ganze kommt nun in den 200 Grad Ofen für etwa 15 bis 20 Minuten. Mein Backofen ist noch heiß, noch vorgeheizt, weil ich gerade Pilaf im Ofen hatte. Also, wie gesagt, 200 Grad und etwa 20 Minuten. Bis gleich. Und so schnell und einfach ist
Pita und Starock Chleber zubereitet. Günstig, einfach und super lecker. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mama. Čim je bilo od jode, ima šeste. Da sam bio, a ne je. Više suraka nego u Berlini. Jana peče palačinke. Tako? Mesure. Možete ti mene dolje malo? Evo ja. Ha? Mora li ti da tako da se neka vazduje? Moramo. Ha?